Hey Leute, ich bin's wieder, euer Stevie Schneider. Viele aus der Community haben mich gefragt, kannst du mal ein Pumptrack-Tutorial machen? Und ich habe mir gedacht, heute ist es an der Zeit. Was ist das Wichtigste fürs Pumptrack-Fahren, fürs progressive Pumptrack-Fahren? Das ist einerseits das Pumptrack-Rad, vorzugsweise Hardtail und ganz wichtig Protektion. Knieschützer und Vollvisierhelm. So, ich habe meine Montur angelegt und ja, lass uns starten. Pumptrack ist wirklich für jung oder alt, für alle Altersklassen, egal was. Wow. Hey, du was ist los mit dir? Scheiß Ösis. Das Krasse am Pumptrack ist, dass man wirklich nur mit den Bewegungen schneller wird. Ich zeige euch wie. Nicht nur Pumpen ist wichtig, auch Jumps zu meistern. Sprünge sind einfach krass, man hat Airtime, man kann stylen, man kann whippen. Ist einfach geil zum Senden. Das war absolut unnötig. Diese Höhe, diese Gefahr, es ist nicht wert, wirklich hier auf den Pumptrack zu stürzen. Übertreibt es nicht. Ich zeige euch, wie ihr safe bleibt, aber auch mit Style. Ein echt dufter Skill, den jeder beherrschen sollte, ist das Surfen. Hierzu wühlt man mit dem Hinterrad durch die Wellen. Ich zeig's euch. Cut! Das war's von meinem kleinen Pumptrack-Tutorial. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Meine Skills sind definitiv besser geworden. Und ich mosche jetzt noch ein paar Laps. Nicht